Herzlich willkommen im Keller, es ist Zeit für ein 3 Dankeschön-Videos. Ich sag's gleich vorneweg, die letzte Sache, das mache ich jetzt aus strategischen Gründen am Schluss, erfahrt ihr am Schluss wieso. Das ist schon lange her und da habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich habe es tatsächlich dann irgendwann verpennt. Ich hatte es eine Zeit lang im Hinterkopf, das musst du noch machen und dann war wieder irgendwas und noch was und noch was und ja, jetzt ist es dann irgendwie untergegangen, aber ich hatte es mir natürlich wo aufgeschrieben, beziehungsweise wohin gelegt und deswegen ist es nicht gänzlich untergegangen. Ich hatte dich jetzt nur ein bisschen hingezogen, aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm und das Dankeschön gibt es ja trotzdem. Und fangen wir mal an mit was anderem. Und interessant war, als das Paketchen angekommen ist, sogar der Brief riecht entsprechend, habe ich sofort gerochen, was drin ist. Und der eine oder andere hat da vielleicht schon eine Theorie. Was könnte es denn sein, wenn man es schon hat riechen können? Nom, 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 nom. Eine ganze Kiste Kienspan. Schön, auch ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Die Geschichte vom Fund vom Kienspan, die gehört ja auch immer dazu. Das ist ja auch irgendwie, ich finde gerade bei Kienspan, das ist ja so ein Zeug, irgendwie ist Kienspan finden ja auch immer mit einem gewissen Erlebnis verbunden und es besteht da so ein gewisser Fundzusammenhang mit dem Kienspan, den man verwendet. Für mich, als derjenige, der das Zeug ja gerne mal geschenkt bekommt, was ja toll ist, ne? Also, ich will mich keineswegs beklagen, überhaupt nicht, ist für mich dann auch das besonders schön, wenn man mir das dazu schreibt, dann habe ich auch irgendwie so vor meinem inneren Auge irgendwie den Fund des Kienspans auch im Hirn. Toller Kienspan. Oh, man merkt richtig, der ist noch ziemlich frisch. Also als du den gefunden hast, muss der auch noch vergleichsweise frisch gewesen sein. Oh, also wenn er so intensiv noch duftet. Oh. Kienspan schnüffeln, ja, wenn man sonst keine Drogen hat, muss man halt eben Kienspan schnüffeln. Ja, also ganz toll. Super Qualität. Sicher, also was viel Besseres findet man fast schon gar nicht mehr. Da muss man schon ganz viel Glück haben, beziehungsweise wirklich so einzelne, ganz kleine Stellen im Holz eben erwischen, wo das wirklich so extrem angereichert ist, das Harz. Aber der hier ist prima, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich habe hier mal zum Vergleich von meinem letzten Fund hier noch so ein kleines Stückchen. Einfach, dass man das vielleicht mal ein bisschen vergleichen kann von der Holzfarbe her, weil, muss ja sagen, das heißt jetzt nicht, dass das keinsterweise irgendwie Kritik, weil das ist ja die ganze Kiste voll, also das ist Wahnsinn und das ist absolut 100%, das steht ganz außer Frage, aber halt mit wirklich der tollste Kienspan, den ich bisher so gefunden habe, ist halt dieser hier, dieses dunkle Zeug. Das ist ja fast schon mehr Harz als Holz. Und ich wollte das einfach nur mal kurz daneben halten, so spaßeshalber. Ja, machen wir doch mal einen Test. Nehmen wir doch mal einen dünnen hier und nehmen irgendwas zum Anzünden. Habe ich neulich im Wald gefunden, ein noch funktionierendes Feuerzeug. Ich sammle ja eh immer Müll ein. Ja. Über jeden Zweifel erhaben. Hervorragende Qualität. Brennt wunderbar. Ganz, ganz toll. Ich möchte nochmal betonen, ich habe das zwar schon mal erzählt, also genau sowas, so ein richtiger Span, da kommt auch der Name her. Ein Kien von der Kiefer-Span. Ja, und das war halt einfach die Kerze des Mittelalters. Weil die Kerzen gab es wohl schon, aber die waren teuer. Sowas hier nicht. Wer braucht bitte Räucherstäbchen oder so ein Schwachsinn? Einfach mal ein bisschen Kienspan anzünden, auspusten. Also gerade bei frischem, dieser Harzgeruch, das ist was Tolles. Also ich stehe da total drauf.
was soll ich noch zu einer Kiste Kienspan erzählen? Also nochmal herzlichen Dank, also das ist absolut toll. Wie gesagt, auch mit dem Fundzusammenhang dazu. Und ich habe jetzt Kienspan bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ne? Allein aus so einem Stück, da kann man sich ja schon eine Tasse heißes Wasser mitmachen, also einen Tee oder irgendwie sowas. Allein ein so ein Stück und das sind verflixt viele. So, die Kiste ist voll, ganz toll und auch schon so schön aufbereitet. Ich habe auch noch irgendwo eine ganze Wurzel von dem Zeug rumliegen. An dieser Stelle herzlichen Dank an denjenigen, der sich da vielleicht angesprochen fühlt. Was heißt irgendwo rumliegen? Ich wollte sie noch dekorativ irgendwo im Keller unterbringen. Ich werde die auch mal irgendwann anschnibbeln, selbstverständlich, und verwenden und so weiter. Aber die hat auch irgendwie was Dekoratives. Nein, jetzt ist genug. Kann ich den ganzen Abend hier nur lauter Kienspanstöckchen anzünden. Ja, kommt dementsprechend zu meinen Kleinholzvorräten. Das hier sind meine Kleinholzvorräte. Einfach was halt so rumliegt, ne? Was man halt mal übrig hat an Kleinholz. Und das kommt dann immer in die Kiste. Und jetzt habe ich auf jeden Fall, also in dieser Kiste, Brennmaterial für bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag halt. Und der könnte noch eine Weile hin sein. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung. Dankeschön, Videos sind ja schon wieder ein Weilchen her. Ich halte ja die lieben Schenker immer möglichst anonym. Und deswegen sage ich ja auch keine Namen dazu. Und nur, falls da irgendwelche Unklarheiten bestanden haben sollten. So, dann das nächste. Das ist mal wieder so ein Mischcare-Paket, würde ich es nennen wollen. Nicht, dass ich andere Sachen nicht auch großartig finde, aber ja, aber schön ist da aber so viel zum Auspacken. Und dann war es auch alles noch so schön einzeln verpackt in Küchenpapier, was super ist, kann man wiederverwenden, ist doch optimal. Also finde ich sehr nachhaltig, die Verpackung, weil Küchenpapier kann ich immer brauchen. Und wunderbar, nee, also das ist tippitoppi. Sehr interessante Sachen, sehr, 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 sehr interessante Sachen. Schauen wir mal rein. Wo fangen wir denn an? Das hier finde ich hochinteressant. Halt, andersrum. Tada! Da wird man jetzt, also die meisten von uns werden da wahrscheinlich nicht so wirklich schlau draus, aber netterweise, Entschuldigung, war schon wieder ein langer Tag heute, netterweise steht es auch nochmal in Englisch drauf, also das ist scheinbar in irgendeiner Form ein Verbandspäckchen scheinbar, also so ein ausländisches Militärverbandspäckchen. Das Bemerkenswerte ist, das wiegt gefühlt nichts. Nehmen wir mal spaßeshalber hier meine übliche Waage hier. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und wir stellen fest, ja, so 27 Gramm. Also gefühlt nichts. Wow. Ich bin ja neugierig, ne? Ich meine, wäre schon schön zu aufheben, aber ich bin ja echt neugierig. Und ich freue mich da sehr drüber und ich hoffe, es schockiert dich jetzt nicht allzu sehr, dass ich wirklich unbedingt wissen möchte, was da drin ist. Demzufolge gucken wir mal rein. Aha. Ah, Gebrauchsanweisung. Erstens, das liest man wohl auch noch von rechts nach links. Die Zahlen kann ich noch erkennen, alles andere dann wohl nicht mehr. Naja, müssen wir. First Aid Sterilized Personal Wound Dressing. Das ist gerade selber total spannend. Ups, weiß nicht, ob das jetzt richtig war, ich denke schon. Pappe packt man sich ja nicht auf die Wunde. Also das. Ja, man kann das auch aufheben, aber ich will das jetzt wissen. Ich will das, sieht aus wie MP5, so ein bisschen von der Verpackung her. BP5, Entschuldigung. BP5 heißt das. Ach, das ist ja cool.
Das ist einfach nur ein extrem platt gepresstes Verbandspäckchen. Ha, wie cool ist das denn? Ja, also hier das Rote scheint die Wundauflage zu sein. Noch weiter auseinanderwickeln will ich es jetzt doch nicht. Das kann ich ja einfach mal testweise dann verwenden, wenn ich mal wieder verbinden übe. Hin und wieder verbinde ich mich mal selber. Einfach so zu Test- und Trainingszwecken, damit man das hin und wieder mal macht. Braucht man ja doch so selten. Und das ist einfach nur extrem kompakt gepresst. Ja, coole Idee. Ja, ganz toll. Wo kriegt man sowas her? Ich mache mich mal schlau, vielleicht finde ich ja was. Das ist ja cool. Also so ein klein verpacktes Verbandspäckchen habe ich auch noch selten gesehen. Ja, also weiter auspacken. Dann später, das kriegt ihr dann leider nicht mit. So, dann, da stehe ich auch total drauf. Das haben jetzt inzwischen wohl offensichtlich ein paar Leute mitbekommen. So Kleinscheiß. Klein, also Kleinscheiß im positiven Sinne. Hier ein Kaffeechen. Diese Tüten, die kann ich ja immer wunderbar brauchen, wenn ich mal irgendwelche Leute dabei habe. Ich hatte es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich selber bin ja kein Kaffeetrinker, deswegen besitze ich sowas nie. Das heißt, wenn ich mal spontan irgendeine Tour mache mit jemandem dabei haben, bei dem ich weiß, dass Kaffee gewünscht ist, dann kann ich nur in mein Regalchen gehen und habe dann immerhin so ein paar Beutelchen von diesem Zeug. Also das ist super. Das kann ich wirklich hervorragend brauchen. Und auch hier, das ist wohl scheinbar, als Mensch, der keine Ahnung hat, interpretiere ich das hier als einen Milchkaffee. So, dann haben wir noch, auch hervorragend, super brauchbar und es geht ja sehr, sehr, sehr bald nach Schottland. Das nehme ich gerade mit, so privat, für mal abends ein heißes Schokolädchen. Das werde ich dann auf jeden Fall an irgendeinem besonders schönen Ort in den Highlands mir entsprechend reinpfeifen. An diejenigen, die mir schon ähnliche Pakete geschickt haben. Ich habe von euch auch noch diverse Getränke, Zubehör, Dinge und so weiter in meinem entsprechenden Getränke-Zubehör-Tütchen. Ich brauche es jetzt nicht herholen. Habe da alles mögliche zusammengesammelt. Ich hatte jetzt gerade auf dem Westweg ein bisschen was davon verwendet. Ja, genau. Und in Schottland werde ich das wieder verwenden. Und das wird dann irgendwann nach und nach werden. Diese ganzen lauter geschenkten Getränkesachen wird dann alles nach und nach durchverwendet. Immer zu besonderen Anlässen. Ich bin ja kein häufiger Heißgetränktrinker. Ich trinke Heißgetränk ja immer nur zu besonderen Anlässen. Und ja, ich denke, dann wird das alles auf jeden Fall irgendwie sinnvoll verwendet werden. Darunter eben auch diese entsprechende Schokolade und mit dem Kaffee, ja, erspart man sich schlechte Laune eines potenziellen morgenmuffelnden Gegenübers, das ohne Kaffee nicht existieren kann. Soll es ja geben, ne? Ne? Fühlst du dich angesprochen? also, nicht der liebe Schenkende, ich meinte jetzt eine andere Person. So, ach ja, übrigens, ne? Das kann ich ja, glaube ich, zeigen. Das Ganze, was jetzt kommt, das sind quasi Dinge, die dafür da sind, dass die Kekse nicht so trocken schmecken. Trekkingkekse. Ich stehe auf dieses Zeug nach wie vor. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Und das ist echt eine coole Idee, was man da so alles draufschmieren kann. Und das habe ich auch alles in der Form so echt noch gar nicht. Bin ich noch nie auf die Idee gekommen, dass es das so auch gibt. Ich mache mich da mal schlau. Also ganz tolle Idee, vielen herzlichen Dank. Nämlich zum Beispiel hier so einzelne Nutellerchen. Hat man vielleicht mal bei irgendeinem Frühstücksbuffet gesehen. Ich erinnere mich dunkel, das auch schon mal irgendwo gesehen zu haben. Das macht sich auch so ein Keks natürlich ganz, 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 ganz hervorragend. So und für unterwegs tippitoppi, ne? Und ja, jetzt ist Nutella. Das ist natürlich wirklich trotzdem super und ich esse das auch gerne und tipptopp zum, ist ja Survival-Nahrung sozusagen, Tour-Nahrung und so weiter. Aber grundsätzlich ist Nutella jetzt vielleicht nicht der Nuss-Nougat-Aufstrich, den ich favorisierterweise kaufen würde, weil halt doch zu hohen Anteilen Palmöl drin ist. Aber in so einem Zusammenhang ist das natürlich kein Thema, weil es gibt wohl kaum Samba zum Beispiel. Samba ist der Nuss-Nougat-Aufstrich, den ich so persönlich am liebsten mag. Ohne Palmöl natürlich auch. Das gibt es aber nicht in so kleinen Dingelchen hier. Ne? Also
Das soll wirklich bitte keine Kritik sein. Ich wollte nur so mal allgemein kurz darauf hinweisen, wenn ich jetzt sage, oh, Nutella, super. Nicht, dass dann irgendwer denkt, oh, okay, Ben findet Nutella super. Ben findet so kleine Nutellas saumäßig praktisch auf Tour. Ja? Grundsätzlich möchte der Ben nicht sagen, dass Nutella per se toll ist. Hingegen Honig. An Honig ist in keinster Weise was auszusetzen. Also das ist natürlich auch nochmal ganz was. Ah, ich stehe ja total auf Honig. Wer nicht? Und gerade aktuell aufgrund Bienensterben ist ja jetzt wieder eine große Debatte, weil sie ja eben da diverse sie haben diverse Pflanzenschutzmittel. Ich krieg das Wort. Es fällt mir jetzt ums Verrecken nicht ein. Eben habe ich es noch gewusst. Naja, jedenfalls haben sie diverse Pflanzenschutzmittel ja jetzt gerade erst verboten, die halt eben auch auf Bienen entsprechend schädlich wirken. Tja, das ist ja wie immer so in solchen Situationen. Kurzer Kommentar zum politischen Geschehen. Wenn es um Umweltpolitik geht, ist das ja mein Zuständigkeitsbereich. Den einen geht es nicht weit genug, den anderen geht schon wieder zu weit. Wir haben also wirklich diesen ganz klassischen Interessenskonflikt zwischen den, sagen wir mal, vorsichtig Naturschützern, in diesem Fall verbündet mit den Imkern, völlig zu Recht, selbstverständlich, klar, kann man verstehen, versus die andere Landwirtschaft, die halt eben ihre Pflanzenschutzmittel braucht. Es ist eine Tatsache, dass das Bienensterben ein Riesenproblem darstellt. Es ist aber auch eine Tatsache, dass Landwirtschaft in dem Ausmaß, wie wir sie benötigen, nicht wie wir sie gerne haben möchten, sondern in dem Ausmaß, wie wir sie auch einfach benötigen, weil wir müssen ja essen, nun mal Pflanzenschutzmittel braucht. Die moderne Landwirtschaft ist auf das Zeug einfach angewiesen. Alles im Bio ist derzeit nicht vorstellbar, zumindest ja, nur theoretisch, da gibt es schon so ein paar Ansätze, aber praktisch nicht umsetzbar, spätestens das. So, und jetzt haben wir halt eben diesen Konflikt. Pflanzenschutzmittel gleich böse, aber irgendwie müssen ja die Nutzpflanzen auch irgendwo herkommen. Andererseits Bienen am Sterben. Und deswegen, was ich damit sagen will, ich finde diesen Kompromiss mit den drei ganz fiesen Sachen, die jetzt da erstmal verboten sind, also im Freilandeinsatz, im Gewächshaus darf man sie noch verwenden, da ist zugegebenerweise auch nicht so dramatisch jetzt für Bienen und ähnliches, wenn das Gewächshaus ein gutes Gewächshaus ist, aber da als Landwirtschaft, da bin ich jetzt auch nicht der Experte, jedenfalls finde ich den, das ist eigentlich einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung. Man muss halt noch mal ein bisschen weiterschauen, was kann man vielleicht bei Pflanzenschutz noch ein bisschen aktualisieren, wie kann man den Pflanzenschutz ein bisschen moderner gestalten, ein bisschen generell einfach ökosystemverträglicher. Da ist natürlich noch jede Menge Forschungsbedarf, Reformationsbedarf, sage ich jetzt auch einfach mal, gegeben. Es gibt ja auch jetzt schon durchaus Alternativen zu den gängigen Total-Insektiziden, die halt auch die nützlichen Insekten leider halt eben auch betreffen, wie halt eben die ganzen Bienen. Generell, das Insektensterben ja zurzeit ein Riesenthema, aber jetzt weiche ich wirklich zu weit vom Thema ab. Ja, dazu mache ich auch mal irgendwann ein Video, bevor jetzt wieder jemand fragt. So, dann, auf die Idee bin ich auch noch nie gekommen. Also das sind, teilweise sind das einfach so tolle Ideen in diesen Paketchen, die ich bekomme. Ne? Auch wieder diesmal. Das ist natürlich auch was super praktisch ist zum Mitnehmen, so kleine Süßstoffdingelchen. Zucker, schön und gut, klar, aber Zucker wiegt halt. Wenn du für eine ganze Tour Zucker, okay, der hat auch Kalorien, aber gerade so jemand wie ich, der sein Wasser ja hin und wieder gerne ein bisschen Geschmack und so weiter und so fort haben mag, das wiegt überhaupt nichts und mit so einer Tablette hat man schon gleich eine ganze Flasche Wasser, ein bisschen mit süß. Ob das dann wirklich gut schmeckt, das werde ich ausprobieren. Vielleicht ja gar nicht mal so schlecht. Das könnte man wirklich einmal versuchen. Einfach mal so eine Tablette auf 1,5 Liter. Das sollte ja nicht den Rieseneffekt haben. Ich experimentiere da mal, aber grundsätzlich ist das natürlich unglaublich praktisch zum Mitnehmen. Ne? Das wiegt gar nichts, wiegt das. Da wiegt ja das Papierchen mehr als die Tabletten. Also schon cool, ja. Da haben wir hier noch einen normalen Zucker. Ich würde zeigen, was auf der anderen Seite drauf ist, aber das ist, glaube ich, nicht ganz jugendfrei. ja, so. Dann, jetzt wird mein Video bestimmt gesperrt. Nein, halt, dann müsste man... Egal, lassen wir das. So, dann nochmal zwei hier Marmeladchen. Marmeladchen, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Auch wieder eben in diesen praktischen kleinen Döslein.
Das ist natürlich einfach super zum Mitnehmen, ne? Also das ist schon, das kann ich brauchen. Oh, hier haben wir noch einen Süßstoff. Und zweimal Kaffeesahne. Irgendjemand hört klassische Musik im Hintergrund. Egal, ist leise genug, glaube ich. Jedenfalls zweimal Kaffeesahne in diesen interessanten fußförmigen Behältnissen. Auch sehr, sehr, sehr cool. Das kann ich auch selber sehr gut für meinen Tee brauchen. Muss ich nicht immer Milchpulver. Ah. Nee, ist auch gut, aber das ist, oh, ja, doch, danke, danke. Danke, danke. Und wir haben hier noch einmal Menthol-Eukalyptus-Kaugummi. Die nehme ich dann auch entsprechend mit nach Schottland für einen durchhängenden Moment, wenn man sich mental ein bisschen ablenken muss, indem man auf irgendwas rumkaut. Dazu hat mein Lehrer gemeint, wenn man zu viel Kaugummi kaut in der Schule, im Wesentlichen kaut man da eigentlich nicht wirklich Kaugummi, sondern das sind Hirnfetzen. Man zieht dann das Hirn so runter, so wupp, bis auf Kauhöhe, beißt dann so ein Fetzen ab und dann kaut man quasi und das Hirn geht wieder hoch wupp, und kaut dann auf Hirnfetzen rum. Klingt nicht lustig, wenn ich das so erzähle, aber damals war das der Gag in der Klasse und hat dazu geführt, dass der Kaugummi-Konsum erheblich abgenommen hat. Ja. Und noch zweimal diese leckeren Kekse. Ich kenne die, die sind toll. Und deswegen muss ich mal einen Kekse. Die haben so ein leichtes Karamellaroma. So, der Keks ist gekaut. Was war noch? Ich glaube, jetzt haben wir hier. Wir haben hier Diabolo Sicherheitsbrennpaste. Kennt zufällig jemand das Spiel Diablo? Also den ersten und zweiten. Den dritten habe ich gesagt, das fängst du jetzt nicht an, dann ist dein Leben vorbei. Aber den ersten und den zweiten, da war ich noch jung genug, die habe ich beide ziemlich. Oh, yes, it's nice. Lassen wir's. Aber vielleicht kennt das ja jemand, dann würde ich mich über einen entsprechenden Hinweis freuen. Jedenfalls, ja, Diabolo, Diabalein, durcheinander werfen oder so ähnlich. Man spricht ja auch bei Diablo auch gerne, ne, vom Lord des Chaos oder Herr des Chaos, ne? Durcheinander werfen, Chaos herstellen. Naja, klingt jedenfalls sehr brennbar. Und ist voll. Und das Krasse ist, nach einigen hierauf drauf gucken, stelle ich fest, Diabolo Brennpaste ist nur für den gewerblichen Verbrauch bestimmt. Das muss ja wirklich ein Hammerzeug sein. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Gut, Sicherheitsbrennpaste ist ja im Regelfall jetzt nichts, was einem gleich sofort um die Ohren fliegt. Deswegen heißt es ja Sicherheitsbrennpaste. Trotzdem leicht entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lieber vorsichtig sein. Von Zündquellen fernhalten. Ja, wie soll man es denn dann anzünden? Behälter dicht geschlossen halten. Mhm. Enthält Ethanol. Ja, das habe ich vermutet. Vor Entsorgen nach Möglichkeit die Dose vollständig leer brennen lassen. Das macht definitiv Sinn. Das sind 200 Gramm plus Dose und die muss ich jetzt, glaube ich, nicht aufmachen. Die ist jetzt gerade noch so schön zu. Ja, also das probiere ich auf jeden Fall mal aus. Ich hatte schon mal so eine olle Sicherheitsbrennpaste irgendwo im Einsatz. Da war ich jetzt nicht überzeugt, weil, gut, dafür ist sie ja gedacht, ne? Das kann man der Sicherheitsbrennpaste ja nicht vorwerfen. Die hat mir ein bisschen sehr wenig geheizt. Also wirklich, wirklich sehr, 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 sehr wenig. Soll sie ja auch nicht, sie soll ja nur warm halten, ne? Aber, na, ich bin mal gespannt. Ich meine, das Zeug heißt Diabolo. Aber jedenfalls vielen herzlichen Dank. Ich habe derzeit auch wirklich nichts in dem Bereich. Ich habe noch eine große Flasche so anderes Brenngel, aber streng genommen ist das, glaube ich, keine Sicherheitsbrennpaste. Ihr versorgt mich wirklich reichlich mit brennbarem Zeug. Also irgendwann, wenn mal irgendwann in den Nachrichten kommt, verbrannter Mensch mit noch intaktem Hut im Keller gefunden,
dann wisst ihr, wer es gewesen ist. Insbesondere, wenn der Hut intakt geblieben ist. Denn der Hut ist feuerfest. Ja, das Hutband fehlt. Ich bin da noch am Experimentieren. Nicht 17 Kommentare dazu schreiben. Bitte nicht. Dann hier, ne, noch mehr im Bereich Feuerle machen. Das ist interessantes Zeug. Das ist mehr oder weniger wohl auch, ich habe auch schon eben die Zutatenliste angeguckt, dickflüssige Ethanolbrennpaste. Aber erstens mal heißt sie Fire Dragon. Mag ein kleines Detail sein, aber es übt eine gewisse Faszination auf mich aus. Zweitens ist es besonders umweltfreundlich, steht hier drauf. Das kann ich mir gut vorstellen, weil was da drin ist, das können wir auch kurz gleich mal ansprechen, tatsächlich denaturiertes Ethanol, Polymer, Solidifier, keine Ahnung, Solidifier, ich weiß nicht, wie man das in Englisch ausspricht. Das sollte aber auf jeden Fall in irgendeiner Form was sein, das halt eben die Konsistenz hier beeinflusst. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwie in diese Richtung geht. Und dann ist noch Bitterstoffe drin. Also das heißt, damit ich ja nicht... Ne? Auch ist bei mir zwar nicht besonders hoch das Risiko, aber ja. So, das Interessante ist jetzt, das ist wirklich gedacht, scheinbar, kommen wir gleich noch zu, als so ein universeller Outdoor-Brennstoff für Outdoor-Brennerzwecke. Steht hier auch drauf, hier diverse tolle Eigenschaften. High Flammable, Moment, hier. Eco-Friendly, All-Weather, Clean Burn, Easy to Light, auch wichtig, ne, Firestyle und so Scheiße, also da hat jemand, ne, das haben die gewusst, dass solche Dinger existieren. Ich meine, nur bestimmte Leute auf diesem Planeten wissen, dass diese blöden Firestyles überhaupt existieren, ne. Also, Barbecue, Campfire und damit, spätestens damit haben sie mich, Multipurpose. So, und woran weiß ich, dass das auch als Brenner für einen Kocher gedacht ist? Da! Habe ich auch noch nie gesehen. Noch nie. BCB habe ich schon mal gehört. Das ist irgendeine Marke, die man schon mal gehört hat, einfach. Dieses Feiergel Bushcraft. Steht sogar Bushcraft drauf. Das Bild wird klarer. Dragonfuel.com. Ja, das könnte man fast mal nachgucken. Egal, jedenfalls gibt es dazu tatsächlich einen dafür gedachten Kocher, offensichtlich. Mein Akku ist gleich leer. Ich glaube, ich kriege das noch schnell gezeigt. Mit Rangerband. Rangerbänder sind auch was Tolles, kann man auch nie genug haben. Gut, die kann man auch leicht selber herstellen, zugegeben, aber trotzdem. Und im Prinzip erinnert das so ein bisschen an den Esbit Taschenkocher. Die Funktion ist auch so ungefähr, ne, wie beim Esbit Taschenkocher, nur dass hier innen drin halt wirklich so eine schöne Vertiefung ist, wo man entweder wieder hier dieses Fire Dragon Zeug in so einem kleinen Containerchen entsprechend reinmachen kann. Was ich jetzt nur nicht weiß, ist, soll man da den Container mit oben hier öffnen? Umweltfreundlicher Brennstoff, schnell und einfach zu entzünden. Do not eat, nicht essbar. Ne pas manger oder so ähnlich. Ja, das ist jetzt das Einzige, was ich halt jetzt nicht weiß. Soll man das da jetzt reinkippen, nachdem man es aufgemacht hat, oder soll man das direkt so anzünden? Das hätten sie meiner Meinung nach vielleicht noch draufschreiben können. Ich hätte es mir jetzt lieber reingekippt. Zumal insbesondere, wenn ich dann später mit dem Nachfüllzeug hier arbeite, dann muss ich es mir ja sowieso reinkippen. Da habe ich ja nicht jedes Mal hier so ein Plastiktöpfchen dabei. Aber geniale Idee. Warum nicht? Das ist doch wirklich mal eine gute Idee. Mal was eine Alternative. Und ich dachte, ich hätte alle solche Taschenkocher inzwischen wirklich gesehen, die es da gibt. Den hier kenne ich noch überhaupt nicht. Und du siehst mich gar begeistert und gar neugierig und gar begierig, das auszuprobieren. Ich muss den Akku wechseln. So, Akku ist gewechselt und ich stelle fest, die denken hier echt mit. Das ist nicht einfach nur so eine Flasche, sondern die hat hier noch so eine ganz kleine Öffnung, mit der man das wirklich super dosieren kann, vermute ich. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Wenn dann morgen bereits der Hinweis kommt, dass so ein verbrannter Gestalt mit intaktem Hut in seinem Keller gefunden wurde, wissen wir wieso. Also das ist jetzt wirklich nur so ein ganz kleiner Klecks. Und ich mache da jetzt auch nicht lange mit dem Feierstil rum, wobei, ach, warum eigentlich nicht? Ne? Hab hier ja einen rumfliegen. Ne? Ja. Also. Hoppla. Ich denke, wenn das viel wäre, wäre das natürlich auch nochmal einfacher. Und jetzt da die Flammen da reinkriegen in diese Schale. Aber jetzt sollte ich ihn doch ein paar Mal getroffen haben. Das klappt jetzt zumindest aktuell gerade nicht so richtig. So, dann kann ich an dieser Stelle ja noch darauf hinweisen, was da noch in der Packung drin ist. Ist, und das ist natürlich besonders schön, weil da habe ich auch schon oft das lange mit geliebäugelt, nämlich mit genau dieser Streichholzbox. Und jetzt stelle ich fest, jetzt nachdem ich sie in Händen halte, nämlich ein Grund, weshalb ich die nicht dann doch nicht gekauft habe, war, ist ein bisschen wenig Reibefläche, ne, für viele Streichhölzer. Tada! Das war denen auch klar. Es gibt also oben und unten eine Reibefläche und das sind ganz tolle Wind and Waterproof Matches. Tada! Mit so richtig schön fetten Zündköpfen. Also richtig, richtig, richtig fett. Auch hier extra noch ein Bereich zum Anzünden, ein Bereich zum Brennen. Und es steht hier drauf, das wäre natürlich jetzt auch mal ganz, und es ist sogar ein bisschen Watte drin hier. Zunderwatte. Ja, wer weiß, wofür die doch gut ist. Und hier steht drauf, Moment, burns intensely for 10 seconds in strong winds and rain. Dispose of carefully. So, head remains hot. Mhm. Ja, das kenne ich, das geht in meinem Kopf auch oft so. Wow, ja krass, das mit den 10 Sekunden stimmt ja sogar. Da liegt's gut. Ja, inzwischen brennt auch die Brennpaste. Ja, also das könnte sogar hinhauen mit den 10 Sekunden. Cool. Nicht schlecht. Ja, also herzlichen Dank. Toll, da freue ich mich. Super Ultra-Streichhölzer. Muhahaha. Kann man nie genug haben. Ja, und dieses Ding. Oh ja, das heizt. Ja, funktioniert auch prima. Klar, wenn ich mir jetzt hier irgendwie theoretisch, das ist jetzt ein bisschen heiß, theoretisch irgendein Gefäß draufstelle, sicher, kann man da dann garantiert auch mit kochen. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ben ist fasziniert. Das ist quasi ein Esbit-Kocher und Trangia-Kocher in einem irgendwie. Ja, also ja, Dankeschön. Schönes Spielzeug. Schönes Spielzeug, brennt immer noch. Doch, ganz, 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 ganz schönes Spielzeug. So, und damit sind wir auch durch. Ne? Also hier, wie gesagt, noch Ranger-Band liegt jetzt hier rum und das Ding, was hier eigentlich reingehört hat. Wow, das verbrennt ja wirklich rückstandlos. Seht ihr? Also der bisschen Dreck, das war jetzt noch von mir, weil ich dann noch ein paar Späne vom Streichholz mit reingeplumpst. Und B, wir haben noch ein ganz paar Späne vom Firesteel irgendwie mit reingeplumpst. Cool. Ja. So, aber jetzt machen wir mal hier langsam ein bisschen hin, sonst sitzen wir hier morgen noch. Also wie gesagt, das da war ursprünglich da drin. Das kann ich jetzt gerade nicht reinmachen, ist noch heiß. Toll, also da werde ich mal ein bisschen rumexperimentieren. Also ich komme wahrscheinlich komme ich doch noch dazu, das vor Schottland noch zu machen. Aber seht ihr alles erst nach Schottland, weil viel wird sich nicht mehr geben. Videobildmaterial technisch von mir. Wird alles ein bisschen zeitlich langsam etwas stressig. So, also vielen herzlichen Dank, wie gesagt, hierfür. Und jetzt ist noch eine Sache ausstehend. Wo ist sie denn? Ein Paketchen. Ein kleines, aber feines und schönes und auch sehr durchdacht. Weil da hatte der liebe Schenker, und den darf man diesmal mit Namen nennen, vermute ich schwer, weil, ne, ist ja dein Kanalname, da Tiroler, hat sich gedacht, ich könnte doch dringend eine Käsereibe brauchen, weil ich meinen Käse mit dem Messer klein schnibbel, und hat mir dann
eben entsprechend diese Küchenreibe zukommen lassen. Die finde ich total toll. Total, ja, ich mag sowieso so kleinen Küchenschissdreck. Ich habe ja auch so Schneebesen und einen Pfannenwender. Und deswegen passt das thematisch ganz, ganz, ganz hervorragend eben ja in meine Miniatur Küchenausstattung. Das wiegt gefühlt wirklich überhaupt nichts. Und gerade insbesondere, das ist nämlich so mein Problem, ich mag auch gerne Parmesan. Ich mag Parmesan gerne am Stück. So, und wenn man jetzt ein Stück Parmesan dabei hat, dann muss man eigentlich auch immer in irgendeiner Form so eine Reibe dabei haben, sonst kann man damit nicht viel anfangen. Also das mit dem Messer dann runterschaben, gut, das geht auch, wissen wir alle. Aber, ja. Aber ich glaube, dafür werde ich jetzt hauptsächlich dieses Ding hier mal verwenden. Und natürlich kann man damit auch jeden beliebigen Käse, also insbesondere hier, das sind jetzt doch zwei relativ grobe Dinger, damit kann man dann, glaube ich, auch einen zum Beispiel einen Cheddar, wie in dem entsprechenden Video, auf das er sich bezogen hat, kriege ich damit sicherlich auch wunderbar gerieben. Ich muss sagen, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe schon länger keine Käsenudeln mehr gemacht. Aber die wird es in Schottland auf jeden Fall geben. Und spontan würde ich sagen, das kann ich echt noch tragen. Das nehme ich auf jeden Fall in meinem persönlichen Küchenutensilienbedarf noch mit. Und dann haben wir in Schottland, für die ganze Gruppe wird schwierig, wir sind ja 9 Personen. Aber zumindest einen kleinen Anteil Käse kann man dann entsprechend hier mit reiben. Also es ist ein kleines, aber feines, sehr schönes, sehr nützliches Geschenk und herzlichen Dank und da freue ich mich sehr drüber. Und außerdem, damit man das Ganze dann auch noch würzen kann, auch noch so ein kleiner Mini-Gewürzstreuer. Die hat man vielleicht schon mal gesehen, möglicherweise. Salz. Paprika, Curry und Pfeffer. Eigentlich im Wesentlichen alles drin, was man braucht. Ich persönlich, ich habe mir mal, der ist jetzt wieder sonst wo, ich weiß, nee, der ist sogar oben, oh je, nein, da laufe ich jetzt nicht hin. Aber ich habe ja aus meinem Essgeschirr meiner Wildo heißt das, glaube ich, Wildo Camper Box, da ist ja auch so ein Gewürzstreuer dabei. Den habe ich mir jetzt gefüllt mit ganz viel Côte de Provence, etwas Salz, etwas Pfeffer. Damit kann ich eigentlich fast alles gut würzen, aber was ich wirklich hin und wieder mal vermisse, Curry und Paprika. Irgendwann brauche ich mal einen 5-fach Gewürzstreuer. Das heißt nicht, dass mir jetzt irgendjemand... Nein, aus. Ich kann jetzt keine Post brauchen. Ich bin jetzt weg. Also, wenn ihr das seht, bin ich so gut wie weg. Fast. Eigentlich noch nicht ganz, aber so gut wie. So, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, tippitoppi. Kann man nie genug haben. Und das ist wirklich, ne? Also, kleines, feines, kleines Geschenkchen, freue ich mich sehr. Ne? Es muss ja auch wirklich nie nichts Großes sein. Es muss überhaupt nichts sein, davon abgesehen. Ne? Also gar nicht, gar nicht. So, und leider liegt das halt wirklich schon eine ganze Weile rum. Ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, dass ich da wirklich ein bisschen was verschlammt habe. Und das tut mir eben entsprechend leid. Das hilft jetzt nicht wirklich weiter, aber ich revanchiere mich mal, indem ich hoffentlich dran denke, kurz nochmal auf deinen Kanal hinzuweisen. Ich finde insbesondere so deine Survival-Trainingsrunden extrem sehenswert. Da habe ich auch schon selber mal ein wenig reingeschaut. Ich muss ja immer gestehen, es gibt ja viele interessante YouTube-Kanäle, gerade im Outdoor-Bereich und so weiter. Und grundsätzlich gibt es da wirklich ganz viel, was ich mir grundsätzlich gerne angucken möchte. Nur ich schaffe es meistens dann halt zeitlich dann doch nicht da wirklich alles anzugucken, was ich gerne will. Ich habe da schon so meine persönlichen Favoritchen und so weiter und so fort, aber habe auch bei dir definitiv wirklich auch schon einiges reingeschaut. Ich lasse nicht auch nicht immer einen Kommentar da. Bin generell, ne, ich habe ein gewisses Kontingent im Hirn zum Kommentare schreiben. Das wird im Regelfall zu 99,7% damit aufgebraucht, dass ich die Kommentare auf meinem Kanal zumindest versuche zu beantworten, wenn es eine Antwort bedarf. Und deswegen bin ich dann bei Fremdkanälen, sage ich jetzt mal vorsichtig, ein sehr sporadischer Kommentareschreiber bloß. Ah, hin und wieder mal. Hin und wieder mal. Ich glaube, irgendwas habe ich bei dir auch mal hingeschrieben. Meine ich. Ja, also wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Selbstverständlich auch an... meinen nun exorbitant großen Kienspan-Vorrat. und ja, hier zum Beispiel
eben dieses Kochalle. Nochmal vielen, vielen Dank. Da werde ich auch viel Spaß mit haben. Und ich glaube, ich esse jetzt doch meinen zweiten Keks und wünsche euch einen schönen Abend. Bei mir ist, ich muss doch noch ein bisschen was muss ich noch machen, aber dann geht's in die Haier. Tschüss.